Sanna, du bist mit Rea zusammen seit Anfang an bei der Hafenkante dabei. Wie kam es dazu? Wie kriegt man so einen Job? Oh. Na, ich habe mir den Job ja eindeutig gewünscht. 2005 auf 2006 an Silvester stand ich am Wasser auf Mallorca und habe meine Wünsche ins Universum geschickt. Und da habe ich mir explizit gewünscht, ich möchte so gerne mal wieder in Hamburg arbeiten. Und es waren genau 3 Wochen später bekam ich die Anfrage und das Angebot und dann die Zusage für Notruf Hafenkante. War ganz verrückt. Wenn ich das richtig recherchiert habe, korrigiere mich, wenn ich Unsinn rede. Hast du vorher als Fotomodell gearbeitet? Du hast Psychologie studiert und du hast am renommierten Lee Strasberg Institute in New York deine Schauspielausbildung gemacht. Perfekt vorbereitet. Einen sehr klaren, wissenden Blick auf die Psyche des Menschen zu haben, ist das hilfreich für den Job? Da hast du vollkommen recht. Also das ist wirklich... Die Psychologie hat mich schon immer interessiert und ich dachte, wenn das mit der Schauspielerei dann irgendwann nicht klappen sollte, dann bin ich da auch genau richtig. Also weil mich der Mensch interessiert und die Psyche dahinter und warum machen Menschen, was bewegt die Menschen und auch diese Empathie, die man mitbringen muss für diesen Beruf, um seine Rollen auch authentisch glaubwürdig rüberzubringen, da hilft das Wissen über die menschliche Psyche schon ganz, ganz gut weiter. Sag mal, und gibt es bestimmte Aspekte aus deiner Person, die in deine Rolle in der Hafenkante einfließen? Es ist ja so, wenn man so lange mit eine Rolle spielt, die einem in gewissen Teilen auch ähnelt, sie wird zu einer guten Freundin und man befruchtet sich so gegenseitig. Melanie ist eigentlich ein ganz anderer Typ, als ich privat bin. Also ich Inwiefern? Bin, Melanie ist viel reservierter, zurückhaltender und viel strenger mit sich und mit ihrer Umwelt. Und Sanna ist viel verspielter und alberner und vorsichtiger und kindlicher. Hast du das Gefühl, dass du dich als Schauspielerin auch in die Produktion so einbringen kannst, dass du sagst, ich habe folgende Idee, also was dann quasi so ein bisschen in die Regie reinspielt oder überhaupt in die Seriengestaltung? Ja, da sind wir ja wirklich in einer Traumproduktion, weil wir unsere Ideen, unsere Wünsche immer, da sind immer offene Türen für uns. Mindestens einmal im Jahr treffen wir uns mit den Autoren, mit den Dramaturgen und der Produktion und da wird dann einfach so wild rumgesponnen, ein bisschen verrückt in alle Richtungen gedacht. Gibt es ein spezielles Thema, wo du denkst, das würde ich gerne mal in einer Folge behandelt sehen? Oh, da gibt es noch so viele Themen. Man denkt immer dann, ach, so eine Langzeitrolle, die ist dann nach 3 Jahren vielleicht auserzählt. Aber das Leben ist ja auch nicht nach 3 Jahren auserzählt, im Gegenteil. Da kommen dann neue Einflüsse, dann kommen neue Partner, da kommt ein neuer Chef oder da kommt eine neue Kollegin oder auch eine private Geschichte, die die Figur bewegt. Und dann kann sich sowas wieder komplett in eine andere Richtung bewegen. Und das macht es auch spannend. Habt ihr eigentlich bei der Hafenkante ein spezielles Polizeitraining? Ja, wir haben Polizeitraining gehabt. Wir durften bei den Kollegen, also bei den echten Kollegen, bei den Schichten mitfahren und mit im Büro sitzen und diese Arbeit beobachten. Und das war sehr spannend. Vor allem war es spannend, dann mit denen im Wagen zu sitzen. Weil man denkt, was machen die da, wenn die den ganzen Tag Streife fahren? Und worüber unterhalten die sich eigentlich? Schweigen die sich an oder sprechen die über Privatkram? Und es war halt tatsächlich so, wie es wir auch geschrieben kriegen, reißen ihre Witzchen, machen sich über irgendwas lustig und dann kommt irgendwie ein Fall rein und dann wieder ernsthaft. Das war cool mit zu erleben. Sag mal, du kommst aus Heidelberg, richtig? Da bin ich aufgewachsen. Und wie war für dich deine erste Begegnung in Hamburg? Wieso hast du dir so gewünscht, in Hamburg zu drehen? In Hamburg zu drehen? Ich weiß auch gar nicht. Ich hab immer mal wieder in Hamburg gedreht. Also so viele, im Großstadtrevier war ich und dann war ich bei St. Angela, habe ich ja dann fast ein halbes Jahr hier gedreht und war privat auch öfter mal in Hamburg. Und da bin ich einfach in Hamburg verliebt. Morgens, Kaffee oder Tee? Kaffee. Mittags, Wurstplatte oder Salat? Nehme ich. Abends, Bier oder Wein? Lieber Wein. Nachts, Cocktailbar oder Eckkneipe? Eckkneipe. Urlaub, Strand oder Berge? Über die Berge an den Strand. Freizeit, Kino oder Couch? Kino auf der Couch. Liebeserklärung, per Brief oder per E-Mail? Per Brief. Ganz allgemein, Jeans oder Kleid? Jeans. Super, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und alles dir. Gute für das, was noch kommt. Ebenso. Komm mal wieder. Mach ich. Danke dir.